Also es gibt für diese Ausstellung kein Motto, außer das pauschale Motto querbeet, 21 Maler aus Berlin. Es ist also keine konzeptionelle Ausstellung, sondern es zeigt einfach einen kleinen Ausschnitt dessen, was zurzeit in Berlin so gemalt wird. Wir haben 10.000 bildende Künstler in Berlin. 21 davon sind nun hier. Von daher ist es ganz bestimmt kein Überblick in dem Sinne. Das Wesen unserer Zeit ausmacht, ist, dass es momentan keine Mode in der Kunst gibt. Es ist also ganz pluralistisch. Es gibt keine Erwartungen in bestimmte Richtungen, was Künstler so zurzeit schaffen oder nicht schaffen, sondern es ist wirklich, alles ist möglich. Hallo, sag mal, ich mache eine Ausstellung in Meiningen, hast du Lust mitzumachen? Meiningen, wo liegt ein Düss? Kunst aus Meiningen, was ist ein Düss? Wird gegoogelt und dann gibt es Animositäten oder auch gleich, klar, mach mit. Die einen sind gleich wie in so einer Rockband-Psyche, klar, wir touren nach Meiningen, die anderen, naja, bringt denn das was? Und am Ende ist es für mich schon sehr fruchtbar, mit 21 Künstlern zu kommunizieren. Die Struktur auf die Beine zu stellen, dass die Bilder dann alle zu mir kommen und ich habe ein Lager, wo die dann alle gelagert wurden, die Bilder, und dann fährt man runter und hat die Arbeiten dabei. Also alles ganz prosaische Vorgänge quasi. Dass es einfach große und kleine Bilder im Verhältnis zueinander sind oder dass einfach ganz verschiedene Künstler, die teilweise völlig konträre Haltung haben, die sie in ihrer Kunst suchen und kultivieren und erarbeiten, dialogisch zusammen, teilweise auch in die kleinen Räume da hinten, die auch ja nicht so einfach zu bespielen sind, die natürlich sind die großen Räume immer repräsentativer und schöner. Ich lade Sie ein, dass Sie sich das anschauen und sich bilden daran. Okay, das war es eigentlich schon. Und damit ist die Ausstellung auch eröffnet. Und